Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 9. Eimer? Was für ein Schrank? Ist das nur Wasser? Was ist da drin? Wasser? Hier ist Wasser. Gib Vater was davon. Ja, wenn ich jetzt hier sowas hätte wie eine Schüssel? Krug, da. Ich brauche etwas, um das Wasser aufzufangen. Ja, ich weiß. Ich hab nicht draufgeklickt. Entschuldigung. Richard könnte ja auch ruhig mal was machen. Beeil dich, Ellie! Das Wasser riecht muffig. Ja, aber egal. Hauptsache etwas. In einem Geldgürtel unter meinem Hemd versteckt. Ich gab sie einem Priester. 50? Welchen Priester? Ich kenne seinen Namen nicht. Ich gab ihm den Geldgürtel und flehte ihn an, ihn sicher für euch zu verwahren. Es war nahe beim Westtor. Erst müssen wir dich frei bekommen. Vater, dieser Ort wird nicht gut bewacht, wenn der König fort ist. Mit ein paar Mann könnte ich dich hier rausholen. Nein! Nein! Daran ist überhaupt nicht zu denken. Eure Tante Edith lebt im Dorf Hartley. An der Straße nach Gloucester. Dort geht hin. Richard, du wirst Schildknappe deines Onkels, Sir Simon, werden. Du wirst die Fertigkeiten des Rittertums erlernen. Aliena, du wirst bis zu deiner Verheiratung Tante Ediths Kammerzofe sein. Was ist mit dir? Ich werde in dieser Zelle sterben. Das lassen wir nicht zu. Das müsst ihr. Bevor ihr geht, werdet ihr mir beide einen Eid schwören. Wir können dich nicht einfach hier lassen. Ihr könnt und ihr werdet. Richard. Zieh dein Schwert heraus. Lege deine Hand auf das Heft, mein Sohn. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du nicht eher ruhen wirst, als bis du Graf von Shiring und Herr über alle Ländereien bist, über die ich ans Gebot. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich nicht eher ruhen werde, als bis ich Graf von Shiring und Herr über alle Ländereien bin, über die du einst gebotest. Jetzt du, Aliena, schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du für deinen Bruder Richard Sorge tragen wirst, bis er sein Gelübde erfüllt hat. Ich will dich nicht hier lassen, ich schwöre. Komm. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde,
bis er seinen Schwur erfüllt hat. Gut. Und nun an braucht ihr nie wieder hierher zu kommen. Zurückzugewinnen, was uns zusteht. Heute werde ich meine Sünden bekennen. Beten für meine Seele. Geht jetzt. Richard, wir müssen gehen. Traurig, episch, ich weiß nicht, war gerade schon ziemlich hart. Können wir nochmal mit ihm reden hier? Nein, wir haben mit diesem Kerl schon zu viel Zeit verschwendet. So, was ist das hier eigentlich, was hier liegt? Ne, das reizt mich die ganze Zeit. Können wir nochmal zu den Stallungen gehen? Ja. Percy Hamley, Bischof Bolleran, guten Morgen. Ach, das war der Ellie, Moment, wo die hier... Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steht da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Und dann kam genau... Oh, Kinder, entschuldigt. Philipp. So war das, genau. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er. Fahndungsplakat, untersuchen. Belohnung für die Ergreifung von Aliena und Richard von Shiring. Kinder des Verräters gegen die Krone Bartholomäus von Shiring vergehen, Pferdediebstahl und möglicher Verrat. Mädchen schlank, lockiges braunes Haar. Junge, schmächtig kurzes braunes Haar. Ihm fehlt ein halbes Ohr. Belohnung von 5 Kronen pro Kopf, Auslieferung an den Vogt von Shiring. Ellie! Ellie! Diese schrecklichen Leute wollen zusammen zum König gehen. Wir wussten das vorher, nicht wahr? Ja, ja, sicher. Vater hatte recht. Die stecken alle unter einer Decke. Die Hamleys, der König, sogar die Kirche. Glaubst du, dass Vaters Priester auch dazu gehört? Wir müssen ihn erst finden. Dann werden wir es wissen. Oh. Mönche, Frauen, Magd. Wir gehen erstmal zu den Frauen. Komm, ich will gucken. Ah, seht euch diesen jungen, hübschen Mann an. Ah, guten Tag, meine Damen. So höflich. Und seht mal, er hat sogar einen Schmiss am Ohr. Gefällt dir, was du siehst, Kleiner? Na, du kannst uns alle beide haben, wenn du zahlen kannst. Habt ihr einen Priester gesehen? Unser Vater ist ihm hier am Westtor begegnet. Er schuldet uns Geld. Oh, von dem redest du? Daher hat er das ganze Geld. Was? Er hat Mary sogar das Kleid bezahlt. Erst wollte er ja nicht. Aber nachdem sie ihm den Kahlkopf gestreichelt hat. Wo ist der Priester? Wie heißt er? Oh, weiß nicht, wie er heißt. Ihr findet ihn in so einer Kneipe. The Boar am Nordtor. Stinkt wie Pisse da. Soll ich's dir mal zeigen, Hübsche? Wie man mit einem Mann vögelt? Oder einer Frau? Mit einem so süßen Mund könntest du ein Vermögen verdienen. Aber in einem Jahr siehst du aus wie ich. Da lacht sie, die Hure. Oh mein Gott. Was?
Wieso ist dieses Spiel so... So... War das in den Büchern auch so... Auf Sex? Ich weiß das gar nicht mehr. Ein Priester hat eine Menge Geld in einem Gasthaus namens Boar ausgegeben. Boah, das kann ich kaum lesen. So. Da brauchen wir hier den Mönch gar nicht mehr fragen. Gucke mal. Hier sind Ritter. Ritter. Warum habe ich das Gefühl, dass wir denen aus dem Weg gehen müssen? Ich will trotzdem mal hier hingehen. Glaubst du, er lässt uns zusehen? Er kann mit ihnen machen, was er will, solange die Kohle stimmt. Ihr spielt Verstecken mit zwei Kindern. Nein. Ihr solltet uns dafür bezahlen. Die sind das. Oder macht es euch keinen Spaß? Oh, Riesenspaß. Aber... Hey, da sind sie ja. Da drüben. Na, ihr beiden. Ab nach Hause mit euch. Euch erwartet eine Menge Ärger. Bleibt von uns weg. Ellie! Nein! Das war's wohl. Wir haben euch. Ja, komm. Nochmal, genau. Ich dachte nicht, dass das Ritter wären, weil ich konnte das ja schlecht... Ich konnte das nicht sehen, was hier ist. Und dann, ich muss auf diese grünen Manneken achten, weil ich dachte, das wäre vielleicht ein Mönch oder ein Priester oder sowas ähnliches. So, wir sollen hier hin zu dem Gasthaus. Müssten wir ohne Probleme geradeaus weitergehen können. Genau, so durch. Hier sind wir richtig. Aber es ist geschlossen. Entschuldige bitte. Wir suchen einen Priester, der uns Geld gestohlen hat. Es heißt, dass er häufig hierher kommt. Ein Priester? Tut mir leid, Kinder, aber ich kann mich an keinen erinnern, auf den die Beschreibung passt. Aber dieser kleine Stallbursche könnte es wissen. Er kennt jeden, der hier kommt und geht. Wo können wir ihn finden? Am Stall. Wenn er nicht in The Boar ist, macht er Gelegenheitsarbeiten in der Stadt. Immer auf Zack, der kleine Kerl. Trägt eine grüne Mütze. Schnucklig, sage ich euch. Ein Stallbursche vom Gasthaus The Boar kennt den Priester vielleicht. Er trägt eine grüne Mütze. So, da haben wir... Ich muss erstmal hier wieder rausgehen. Ordentlich. Ich weiß ja nicht, wie das irgendwie geregelt ist. So, dann haben wir hier den Stallburschen. Das kommt davon, wenn man mit Blödmännern arbeitet. Wie soll ich dieses Fass heben, wenn es zweimal so schwer ist wie ich? Lass mich helfen. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank dafür. Ich sag's Ihnen ja immer. Wenn ihr wollt, dass ich euch das Lager auffülle, dann macht die Fässer nicht so randvoll. Also, was wolltet ihr wissen? Kennst du einen Mönch, der häufig im Boar zu finden ist? The Boar? Ich hab da schon mal gearbeitet. The Boar, The Lazy Mare und zwei private Küchen. Ihr redet über Vater Ralf. Ich dachte, die Frauen hätten ihn bis aufs Blut ausgesaugt. Aber irgendwie ist er immer wieder mit mir zurückgekehrt. Aber er gibt es nur für Bier und Frauen aus. Nie ein Trinkgeld für mich. Wo können wir ihn finden? Er ist Priester an St. Michael. Eine von den Kirchen hier. Wo ist sie? Nahe beim Osttor. Aber sucht ihn nicht am Altar. Er hängt meist in der Gasse dahinter rum. Danke. Du hast uns sehr geholfen. Gern geschehen. Man sieht sich. So. Vater Ralf. Jetzt bist du fällig. Da ist die Kirche. Da ist die Gasse. Seid ihr Vater Ralf? Und wenn's so wäre, was dann? Heißt das ja? Ich denke schon. Er ist der einzige Mönch hier in der Gegend. Was wollt ihr? Ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem Grafen von Shiring. Na und? Unser Vater hat Geld bei euch hinterlegt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meint ihr das? Wie ich es sage. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt raus mit euch.
Ihr seid aber in großen Sinne zu gehen. Richard muss das allein tun. Gebt uns unser Geld, Mönch. Ich lasse das mal Richard tun. Ihr sagt also, es gibt kein Geld? Jetzt hast du es kapiert. Mein Vater hat aber gesagt... Dann hat er gelogen. Wir sollten mit dem Vogt reden. Es wäre mein Wort gegen das Wort eines Verräters im Kerker. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab Hunger. Er hat recht, oder? Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Du bist im du bist ein Grafhandel wie einer. Ich sehe mich mal um. Behalte ihn im Auge. Ich sehe mich mal um. Das ist zu schwer. Wo könnte denn hier was sein? Ist das Feuer? Da ist es nicht, ist mir klar. Ich habe den ganzen Tag gefroren. Hier könnte was... Hühnchen. Oh, mein Magen knurrt. Hühnchen. Hier ist nichts. Ich dachte, er hätte es jetzt vielleicht hier irgendwo versteckt, aber ich sehe es nicht. Nee, anscheinend nicht. Damit brauchen wir ihn gar nicht kommen, weil er geht auch zu Huren. Also er sündigt sowieso und das weiß er. Gebt uns unser Geld, Mönch. Wenn du nicht das Maul hältst, hole ich einen Stock und lehre dich Respekt. Untersteht euch. Warte mal. Ich hab doch noch den Dolch. Und das Fass ist zu schwer. Das heißt, es ist wahrscheinlich gefüllt. Wenn wir da jetzt ein Loch reinmachen, läuft es aus. Hey! Und wir können es heben. Oh, gehört das euch? Ich wusste nicht, dass ein armer Mönch sich sowas leisten kann. Geldgürtel vom Vater, da der Geldbeutel fehlt. Richard, ich hab's gefunden. Oh nein. Das ganze Geld ist weg. Was jetzt? Kann man den nicht bedrohen, den Mönch? Versuchen wir es mal mit dem Geldgürtel. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Ich habe das hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Gör. Der Vogt ist ein Bastard. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts. Oh, ich geb nicht auf. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Ich versuch mal damit. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir verhungern. Dann bettelt um Almosen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele Leute leben so. Okay. Dann versuchen wir es jetzt halt mal anders. Dann versuchen wir es jetzt mit dem Dolch. Ich warne euch, ich habe Freunde in der Nähe. Wenn ihr schreit, dann zeige ich ihnen den biergetränkten Geldgürtel und sage ihnen, was für ein Lügner du bist. Du würdest mir nichts antun. Oh.
Richard, du bewachst die Gasse. Richard, stell dich da vorne hin. Was? Warum? Pass auf, dass niemand kommt. Genau, das haben wir schon mal sicher. Und jetzt setzt sie ihm das Messer an die Kehle. Was? Du bist ein Teufel. No. Jetzt steche ich euch die Augen aus. Eins nach dem anderen. Erst das linke. Nein, bitte nicht. Wo ist das Geld? Hier, ich hab's bei mir. So leicht geht das, ne? Der Vaters Geld, der Priester hat einen Großteil bereits ausgegeben. Wo ist der Rest? Weg! Was soll das heißen, weg? Ich hab's ausgegeben. Nehmen wir den Rest und verschwinden wir. Na gut. Eines Tages komme ich wieder und dann rechnen wir ab. Hm. Oh. Eigentlich das geschieht ihm recht, ne? Ohne Scheiß. Das war, ich fand das jetzt auch eigentlich nicht zu krass. Du warst wunderbar, Ellie. Der Kerl war halb tot vor Angst. Ja, jetzt komm. Vater will, dass wir zu Tante Edith gehen. Okay. Was aber weit. Suche nach Tante Ediths Heimatdorf Huntley. Huntley? Auf der Straße nach Gloucester fingen meine Füße an zu bluten. Ich erinnerte mich an einen Schuster, der in der nahegelegenen Stadt Hastert wohnte. Er könnte uns ein paar Schuhe verkaufen, aber der Umweg würde uns sowohl Geld als auch Zeit kosten. Da, das ist der Kauf ein paar Stiefel. Ach komm doch, wir müssen es tun. Ist ja aber die Schuhe so bluten. Der Schuster war ein schweigsamer Mann, der wenig für Kinder übrig hatte. Als ich nach einem paar seiner billigsten Stiefel fragte, musterte er mich von Kopf bis Fuß. Dann hob er den Finger und zeigte auf ein Paar, das uns mehr als die Hälfte unseres verbliebenen Geldes kosten würde. Der Schuster sah uns erneut prüfend an. Sein Blick glitt über Richards Schwert, während er der ungeduldigen, aber gehobenen Art lauschte, wie ich redete. Am Ende hielt er die Schuhe hoch, an denen er gerade arbeitete. Unfertig, grob und zerfranst. Dann nannte er einen Preis, der zwar niedriger war, aber dennoch vollkommen überteuert. Lehne ab und gehe. Ich merkte, wie Richard mich anstarrte, als ich den Mund verzog und das schäbige Angebot höflich ablehnte. Dann kehrten wir zur Straße zurück. Ich immer noch mit blutenden Füßen, und wir nahmen eine Abkürzung durch den Wald, um die verlorene Zeit aufzuholen. Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel und es wurde bitter kalt. Wir überlegten, ob wir ein Lager aufschlagen und die Gelegenheit nutzen sollten, unsere zerschundenen Füße zu wärmen. Doch unsere Vorräte gingen bereits zur Neige und es wurde Zeit, dass wir unser Ziel erreichten. Schlag ein Lager auf und ruh dich aus. Gehe weiter bis Sonnenuntergang. Ich würde jetzt sagen, gehe weiter bis Sonnenuntergang. Aber dann ist es nachher zu dunkel. Ich würde sagen, nee, komm, wir rasten. Wir rasten. Richard war eine Zeit lang still geblieben, als ich ihm unser letztes Stück Brot anbot. Onkel Simon wird dich zum Ritter machen, sagte ich. Aber werde ich dann nicht für König Stefan kämpfen müssen? Fragte er zurück und biss von dem trockenen Wecken ab. Ich sah ihm zu, wie er kaute und dachte darüber nach, wie erbärmlich und unendlich komplizierter unser Leben geworden war. In dem hügeligen Land gab es viele armselige Bauernkarten. Wir fragten einen Schäfer nach dem Weg nach Huntley. Noch ein Stück die Straße runter, antwortete er. Ich dankte ihm und gab Richard einen hoffnungsvollen Schubs. Verlassenes Haus? Was? Die ist nicht da. Die ist weg. Und das schon länger.
Aber die Schafe sind noch da. Es ist alles verbrannt und verrottet. Tante Edith und Onkel Simon müssen lange fortgezogen sein. Vielleicht haben sie sich irgendwo ein neues Haus gebaut. Ein richtiges aus Stein. Geld genug für ein Steinhaus hatten sie schon immer. Vielleicht ist das nicht mal das richtige Haus. Doch. Woher willst du das wissen? Es ist lange her, seit wir hier waren. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Hör auf, Ellie. Bitte. Sie sind weg. Wahrscheinlich ermordet. Was auch geschehen ist. Wir werden sie nie finden. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ort mehr, wohin wir gehen können. Es ist jetzt ziemlich laut geworden von der Musik und von der Stimme her. Ich muss mal einmal in die Einstellungen schauen. Ich mach mal so. So. Vater unser im Himmel. So? Geheiligt werde dein Name. Ich versuch's mal so. Dem Fleisch kann ich nichts anfangen. Nicht viel übrig, aber riecht noch immer faul. Mir wird schlecht. Tür. Ja, das war's auch dann. Ist das wirklich ihr Haus? Onkel Simon ist ein Ritter. Könnten sie sich ein Steinhaus leisten? Was hat Richard noch zu sagen? Gib nicht auf! Dann gehen wir eben raus. So, hier haben wir... Ah, die Schafe sind ja auch noch da, ne? Sieht besser aus als das Haus. Vom Feuer verschont. Schlafplatz für die Nacht. Karren. Im besseren Zustand als das Haus. Simon und Edith können noch nicht lange fort sein. Was ist hier passiert? Wo sind Edith und Simon hin? Was ist hier passiert? Geh spazieren. Ach so, ja, dann kann sie wahrscheinlich fragen. Nochmal guten Tag. Guten Tag. Nach Huntley geht's dort entlang. Du kannst es nicht verfehlen. Ich weiß. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Leute, nach denen wir gesucht haben, vertrieben wurden. Oh, das ist eine Schande. Was tut ihr da? Frage nach Simon und Edith. Wisst ihr, was mit den Besitzern des abgebrannten Hauses dort hinten geschehen ist? Sucht ihr vielleicht nach Simon? Ja, so ist es. Vor kurzem kam eine Bande Ritter zu seinem Haus. Üble Kerle. Haben alles abgefackelt. Sagten, er sei Teil einer Verschwörung gegen den König, wie sein Bruder, der Graf. Was ist mit Simon und seiner Frau geschehen? Keine Ahnung. Hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich verstehe. Vielen Dank. Was tut ihr da? Meine Arbeit. Meine Frau ist krank und darum muss ich alles allein machen. Muss bis heute Abend fertig sein, sonst schaffe ich es morgen nicht nach Winchester. Warum fragst du? Wir sollten hier bei unserem Onkel und unserer Tante einziehen. Aber da sie fort sind, müssen wir einen anderen Weg finden, uns durchzuschlagen. Meine Gebete sind bei euch. Wir könnten deine Wolle nach Winchester bringen, wir könnten dir helfen, Schafe zu scheren. Wir könnten deine Wolle nach Winchester bringen. Ja. Wir könnten eure Wolle nach Winchester bringen. Ihr könntet zu Hause bleiben und euch um eure Frau kümmern, während wir eure Ware verkaufen. Das wäre sehr freundlich von euch. Aber woher weiß ich, ob ihr den richtigen Preis aushandelt und mir nachher auch das Geld bringt? Das ist es. Dann biete an, die Wolle jetzt und jetzt zu kaufen. Was wäre, wenn ich euch die Wolle abkaufe?
Ihr würdet euer Geld gleich jetzt bekommen und bräuchtet nicht mehr zum Markt zu gehen. Und was wir dazu noch rausschlagen können, wäre der Lohn für unsere Mühe. Das wäre eine Überlegung wert. Aber dann müsstet ihr meine ganze Ware kaufen und ich glaube nicht, dass ihr genug Geld dafür habt. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Die Sonne geht bald unter. Und ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.